Meine Damen und Herren, heute ist der große Tag gekommen. Heute möchten wir Ihnen dieses Fahrzeug vorstellen, wofür sich eine Gruppe von Studenten die letzten 8 Monate lang richtig ins Zeug geschmissen haben. Herzlich willkommen zum 8. Rollout des Teams Elbflurace. Sehr geehrte Professoren, sehr geehrte Universitätsmitarbeiter, wir freuen uns, dass wir Sie zum heutigen Anlass hier begrüßen dürfen. Sie standen uns in der letzten Zeit immer zur Verfügung, wir konnten immer auf Ihre exzellente Unterstützung zählen und Sie standen uns immer mit Rat und Tat zur Seite. Herzlich willkommen. Sehr geehrte Sponsoren und Unterstützer, ohne Sie wären wir an diesem Abend nicht hier. Sie geben uns jedes Jahr aufs Neue die Möglichkeit, den Traum vom eigenen Rennwagen in die Realität umzusetzen. Und wir freuen uns, dass so viele von Ihnen heute Abend hier sind. Liebe Familien, liebe Freunde, die letzten Monate waren sicherlich nicht einfach. Wo vor einem Jahr noch das allwöchentliche Mittagessen anstand, da hieß es in letzter Zeit nur noch: Tut mir leid, Mama und Papa, ich muss ein Auto bauen. Was es bedeutet, so ein Auto zu bauen und was in den letzten 8 Monaten daraus geworden ist, das möchten wir Ihnen, das möchten wir euch heute zeigen. Auch einige Kollegen von anderen Formula Student Teams sind heute Abend hier. Ihr wisst genau, was es bedeutet, einen eigenen Rennwagen zu konstruieren, zu bauen und am Ende auf der Rennstraße zu sehen. Ihr teilt mit uns die Leidenschaft für die Formula Student und den Motorsport. Wir freuen uns, dass ihr heute Abend hier dabei seid. Wir sind froh und gleichzeitig sehr stolz über jeden einzelnen Gast, der heute den Weg zu uns gefunden hat. Wir beide werden Sie durch den Abend begleiten. Mein Name ist Tim Tienes und ich bin dieses Jahr wirtschaftlicher Leiter. Mein Name ist Felix Sacher und ich bin der Modulleiter für das Modul Powertrain. Jedes große Projekt braucht die richtigen Mitglieder, damit alle an einem Strang ziehen und so ein erfolgreiches Fahrzeug auf die Beine stellen können. Wieso ein erfolgreiches Team aussieht, das möchten wir Ihnen jetzt zeigen. Beginnen möchte ich dabei an erster Stelle mit der Teamleitung. Stefan? Ein Teil unserer Teamleitung haben Sie ja bereits kennengelernt. Unseren wirtschaftlichen Leiter Tim Tienes. Die technische Leitung in dieser Saison hat Stefan Truckenbrot übernommen. Dankeschön. Natürlich reichen 2 Personen nicht aus, um einen Rennwagen zu bauen. Deshalb möchten wir nun unser Team hereinbitten. Anfangen werden wir mit dem Modul Frame & Body unter der Leitung von Lukas Schwenger. Und dazu gehören Bernhard, Philipp, Andreas, Maurizio, Mai, Julian, Patrick, Timo, Tino und Konrad. Wir möchten als nächstes das Modul Suspension begrüßen, unter der Leitung von Kamil Koschelny. Dazu gehören Francisco, Benjamin, Marius, Daniel, Stefan, Matthias, Florian, Robin, Daniel und Thorsten.
Ich freue mich nun, das Modul Powertrain unter der Leitung von Felix Zacher hereinzubitten. Und dazu gehören Gerrit, Andreas und Philipp. Begrüßen wir nun das Modul Electrical Systems unter der Leitung von Tim Hinselmann. Und dazu gehören Alissa, Johann, Lee, Sebastian, Andreas, Marian, Christopher, Mike und Stefan. Als nächstes begrüßen wir das Modul Simulation unter der Modulleitung von Tobias Riemer. Dazu gehören Tobias, Marius und Corbinian. Wir begrüßen nun das erste wirtschaftliche Modul, Modulorganisation unter der Leitung von Erik Backofen. Und dazu gehören Mareike, Konstantin und Benjamin. Als nächstes heißen wir das Modul Finances willkommen unter der Leitung von Tim Tienes. Dazu gehören Manuel, Dustin und Boris. Last but not least begrüßen wir das Modul Marketing unter der Leitung von Johanna Pecher. Und dazu gehören Jane, Philipp, Fabian und Robert. Unser Team haben Sie nun kennengelernt. Jetzt ist es soweit, dass wir Sie ein bisschen eine Runde durch unsere Saison mitnehmen wollen. Konstruktion, Fertigung, Events, das sind so drei Begriffe in einer Saison bei Elbflorace, die immer wieder eine Rolle spielen. Hinter mir an der Wand sehen Sie noch viele, viele Begriffe mehr. Damit wir das Ganze in eine angenehme Form bringen und eine Saison bei uns leicht verständlich machen können, möchten wir Sie mitnehmen auf eine Rennstrecke, wie zum Beispiel den Hockenheimring. Wir nehmen Sie also mit auf ein Rundstreckenrennen. Nun, was macht man, bevor man ein Rundstreckenrennen bestreitet?
Man schaut sich die Strecke an, schaut sich eventuell schwierige Kurven an, schaut, wo sind die Schwierigkeiten. Man stellt das Fahrzeug ein, man überlegt sich eine Strategie, mit der man das Rennen bestreiten möchte. Und letztendlich überlegt man sich Ziele, die man am Ende erreichen will und vor allem, wie man diese erreichen will. So haben wir das natürlich auch gemacht. Dabei haben wir uns an unsere altbewährte Äpfelrace-Bibel gehalten. In der steht Folgendes geschrieben. Punkt Nummer 1, das Personal. Man benötigt 30 hochmotivierte Studenten. Punkt Nummer 2, der Ort. Es muss ein möglichst abgeschiedener Ort, frei von jeglicher Gesellschaft und Freizeitaktivitäten sein, die die Studenten in irgendeiner Form ablenken könnten. Punkt Nummer 3, die Vision. Man benötigt den Traum, einen Rennwagen zu bauen. Punkt Nummer 4, die Verpflegung. Natürlich darf der ein oder andere Kasten Bier auch nicht fehlen. Und wenn man sich an diese 4 Punkte hält, dann erhält man ein Fahrzeugkonzept und Saisonziele und diese haben wir in Wehlen gefunden. Wir sind an das kleine Örtchen Wehlen an der Elbe gefahren und haben uns dort ein Wochenende lang verschanzt und die Köpfe zusammengesteckt und sind am Ende auf ein Fahrzeugkonzept und Saisonziele gekommen, die Ihnen jetzt Tim weiter erläutern wird. Die Erfahrung aus den vergangenen Jahren zeigt, dass 3 Komponenten elementar sind für ein erfolgreiches Formula-Student-Jahr. Die erste Komponente ist die Zuverlässigkeit. Um genug Testzeit und Vorbereitung für unsere Rennevents zu haben, setzen wir dieses Jahr auf einen engeren Zeitplan mit frühen Deadlines. Die Erfolgskomponente Nummer 2 ist der Leichtbau. In der vergangenen Saison konnten wir bereits fast 40 Kilogramm Fahrzeuggewicht einsparen. Und dieses Jahr wollen wir einen Schritt weitergehen und haben uns deshalb das Fahrzeugzielgewicht von unter 190 Kilogramm gesetzt. Die dritte Erfolgskomponente ist die Top-Vorbereitung bei den statischen Disziplinen. Hier haben wir in den letzten Jahren einige Punkte liegen lassen und haben uns dieses Jahr einen simplen, aber genialen Masterplan zurechtgelegt, und zwar schlichtweg früher anzufangen. Diese 3 Teilziele sollen in einem großen Ziel münden, in einer Top-5-Platzierung auf einem offiziellen Event. Auf dem Weg zu diesen Zielen setzen wir wieder unser bewährtes Easter-Konzept ein. Einige von Ihnen werden das bereits kennen. Wer es noch nicht kennt, kann es jetzt kennenlernen. Wir wollen euch heute das Easter-Konzept vorstellen. Das Easter-Konzept ist der Leitfaden unseres Vereins. Dabei steht jeder Buchstabe für eine Grundlage, damit wir unsere Ziele bestmöglich erreichen können. E wie Education, S wie Safety, T wie Team, A wie Award und R wie Reliability. Education bedeutet für uns, den Mitgliedern eine Plattform zu bieten, auf der sie ihr theoretisches Wissen aus dem Studium in die Praxis umsetzen können. Das beinhaltet aber nicht nur den technischen oder wirtschaftlichen Bereich, sondern vor allem auch vielmehr die Schulung von Soft Skills und Sozialkompetenzen. Ein Teil unseres Konzeptes der Mitglieder-Aus- und Weiterbildung ist die Dokumentation. Damit wollen wir sicherstellen, dass auch alle nachfolgenden Mitglieder von dem bereits erlangten Wissen und den gemachten Erfahrungen profitieren können. Zusätzlich möchten wir bereichsübergreifendes Denken fördern und den Horizont jedes Einzelnen erweitern. So hält jedes Mitglied im Laufe der Saison einen Vortrag und klärt die anderen Mitglieder über seinen Aufgabenbereich auf. Außerdem bieten wir verschiedene Workshops und Einweisungen an, um ein besseres Fahrzeugverständnis und eine bessere Schnittstellenarbeit zu vermitteln. Motorsport can be dangerous. Man hört es auf jeder Veranstaltung im Rennsport. Gerade deswegen hat die Sicherheit oberste Priorität bei solchen Veranstaltungen. Auch wir bilden dabei keine Ausnahme. Insbesondere durch den Umgang mit Hochvolttechnologien bei der Entwicklung eines Elektrorennwagens entstehen besondere Herausforderungen. Um zu gewährleisten, dass alle Teammitglieder über die Abläufe bei der Montage und im Betrieb unseres Boliden Bescheid wissen, gibt es Einweisungen, bei denen die 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik nähergebracht werden. Ebenso entstehen natürlich auch während der Fertigung verschiedene sicherheitskritische Bereiche. Daher werden auch hier Briefings zum Umgang mit Maschinen, Werkzeugen, Chemikalien und Faserverbundwerkstoffen gemacht. Nicht zuletzt steht auch die Teilnahme an unseren Events unter dem Stern der Sicherheit. Dazu werden alle Mitglieder über Risiken und Folgen aufgeklärt und halten zusätzlich ein grundlegendes Verständnis für die Regeln und Flaggen im Motorsport.
Ein gut organisiertes und funktionierendes Team ist das A und O zur Erreichung unserer Ziele. Erst der Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe garantieren, dass unser Team effektiv zusammenarbeiten kann. Auch wir sind ein Team, wo die Mitglieder jährlich wechseln. Deswegen müssen wir eine besondere Aufmerksamkeit auf die Erhaltung und Verbesserung unseres Teamgefüges setzen. Dazu finden über das Jahr hinweg Teambuildings statt, bei denen sich die Mitglieder besser kennenlernen und so am Ende besser zusammenarbeiten können. Jedes Projekt braucht einen bestimmten Antrieb. Und so ist es natürlich bei uns als Rennteam nicht anders. Wir haben uns den Sieg als Ziel gesetzt. Und das ist die Kraft, die uns antreibt, wenn es darum geht, in kürzestmöglicher Zeit einen Rennwagen auf die Beine zu stellen. Wie es sich anfühlt, dafür belohnt zu werden, das konnten wir bereits in Erfahrung bringen. So wurden wir in Vergangenheit bereits mit dem Most Energy Efficient Car Award sowie mit dem Best Teamwork Award ausgezeichnet. Doch nicht nur auf dem Treppchen zu stehen, ist das, was wir unter Award verstehen. Um motiviert zu bleiben, feiern wir auch kleine Erfolge und streben dabei immer nach bestmöglichen Ergebnissen. Verlässlichkeit ist die Basis eines jeden erfolgreichen Projektes. Besonders im Motorsport ist diese natürlich ein wesentlicher Bestandteil. Dabei sprechen wir nicht nur von der Verlässlichkeit von Maschinen und Bauteilen. Insbesondere die Verlässlichkeit der einzelnen Teammitglieder ist es, die das Projekt am Leben erhält und zum Erfolg führt. Deshalb gibt es klare Deadlines und Vorgaben, die einzuhalten sind. Nur so und mit der entsprechenden Motivation ist es uns möglich, die Arbeit der einzelnen Teammitglieder effizient zu bündeln und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Wir hoffen, dass wir euch heute einen guten Überblick über unser E-Star-Konzept geben konnten. Wenn ihr noch Fragen habt, dann besucht uns doch gerne auf den Events oder schaut einfach auf unserer Website nach. Tschüss! Wir haben nun also unsere Saisonziele festgelegt und wissen, wie wir diese erreichen wollen. Jetzt geht es darum, das Fahrzeug auf die Strecke einzustellen. In der Formel 1, der DTM oder im Rallye-Sport. Was wird dort vorgenommen, um das Fahrzeug auf die Rennstrecke einzustellen? Nun, das Fahrwerk wird beispielsweise angepasst. Es werden zum Beispiel andere Federn verbaut. Oder es wird die Getriebeübersetzung geändert. Aber nicht bei uns. Denn wir bei Elfl-Race, wir haben ein komplett neues Fahrwerk entwickelt. Und zur Krönung des Ganzen haben wir natürlich auch noch ein komplett neues Getriebe entwickelt. Ich möchte an dieser Stelle allerdings nicht zu viel vorwegnehmen, denn dazu wird Ihnen später im Detail noch Stefan etwas erklären. Nachdem die Vorbereitungen für uns abgeschlossen waren, ging es für uns an den Start der Rennrunde, also in die Konstruktion. Da haben wir gemäß dem Motto Never Change a Running System uns wieder den Punkten aus der Elfl-Race-Bibel bedient. Punkt Nummer 1, das Personal. Man braucht 30 motivierte, angehende Ingenieure, die durften Sie eben schon mal kennenlernen. Punkt Nummer 2, der Ort. In diesem Jahr sind wir in einen neuen CAD-Pool gezogen, zu dem wir unter der Woche, abends, nachts und sogar am Wochenende Zugriff hatten. Punkt 3, die Vision. Bereits sehr früh war klar, dass der weitere Erfolg der Saison von einem frühen Design-Freeze abhängt. Punkt 4, die Verpflegung. Während der Konzeptphase noch Bier zum Einsatz kam, waren es hier ein paar Dosen Red Bull. Die ersten Runden unserer Saison sind uns dieses Jahr sehr gut gelungen. Hierbei möchten wir zwei Highlights besonders hervorheben. Das erste Highlight ist der frühe Design-Freeze Ende November. Ich würde Ihnen gerne ein bisschen was zeigen, aber möchte natürlich noch nichts vorwegnehmen. Das zweite Highlight war das bestandene Formula Student Germany Quiz, mit dem wir unser Ticket nach Hockenheim buchen konnten. Die ersten Kilometer haben wir sehr erfolgreich zurückgelegt. Wir sind sehr gut von der Startlinie weggekommen und haben die ersten Kurven genau in der Ideallinie getroffen. Allerdings hat uns dann leider etwas das Pech verfolgt. Wir erlitten einen technischen Defekt und kamen leider etwas aus der Strecke. Zwei fehlerhafte Monocoque-Formen mussten wir in Kauf nehmen, bevor uns dann die dritte Form gelang.
Aber so etwas wirft uns natürlich noch lange nicht aus dem Rennen. Wir haben neue Kräfte geschaffen und haben alle Kräfte gesammelt, um in der Fertigung wieder durchzustarten, wieder Mut zu schöpfen und alle zusammen wieder an dem einen Strang zu ziehen, der dafür gesorgt hat, dass wir Ihnen heute hier das fertige Fahrzeug präsentieren dürfen. Wir sind also zurück in der Spur. Wir haben Bleche gebogen, wir haben Löcher gebohrt, wir haben viel laminiert. Und dass dieses Fahrzeug an dieser Stelle nun fertig steht, haben wir natürlich vor allem unseren Sponsoren und Unterstützern zu verdanken. Im Namen des gesamten Teams dafür nochmal ein großes Dankeschön. An dieser Stelle wird es jetzt Zeit für einen kleinen Boxenstopp und vielleicht einen Satz neue Reifen. Und wer wäre da besser geeignet als die Continental AG aus Hannover? Liebe Elf-Racer, werte Vertreter der Technischen Universität in Dresden, liebe Sponsoren, liebe Gäste, wir freuen uns ganz sehr, dass wir heute hier dabei sein dürfen bei diesem so für euch enorm wichtigen Augenblick des Rollouts für euer neues Fahrzeug. Ich persönlich hatte meine erste Berührung mit dem Team Elf-Race und mit der Formula Student überhaupt hier genau in diesem Raum vor 2 Jahren. Bei eurem Rollout von Katie. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, dass ich damals, genauso wie heute, überwältigt war von der Professionalität, mit der ihr das Ganze hier auf die Beine stellt. Und ich denke, im Namen aller Sponsoren und Gäste und mehr oder weniger unbeteiligten Leute, dass das einen ganz großen Applaus wert ist. Elf-Race und Continental verbindet inzwischen mehr als nur das sehr ähnliche Farbkonzept in Schwarz und Orange. Und das liegt zum Beispiel daran, dass wir darüber hinaus, dass wir seit 2009 als Conti Elf-Race unterstützen allgemein, vor 2 Jahren eine Kooperation begonnen haben mit Conti, mit unserem Standort in Limbach-Oberfrohna in Sachsen. Und wir haben seit dieser Zeit deutlich mehr die Kontakte vertiefen können. Und das haben wir getan, indem wir
Werksbesichtigungen bei uns hatten. Da habt ihr uns besucht, zum Beispiel hier im Jahr 2013 oder im Jahr 2015 auch, im Frühjahr. Wir haben aber auch eine Ausstellung eures Vorjahresboliden Jule bei uns gehabt in der Kantine und auch das hat uns enger zusammengebracht. Und vielleicht ist euch das gar nicht so bewusst, aber in Limbach-Oberfrohna kennt mittlerweile jeder Mitarbeiter von Conti Elflorace und das liegt auch daran, das ist eine großartige Sache und das sind immerhin über 1000 Leute. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal ganz besonders Dankeschön sagen, dass wir das machen konnten. Das war eine super Gelegenheit, auch Formula Student bei uns im Standort selbst noch ein bisschen mehr bekannt zu machen. Über die weiteren Aktivitäten, die Continental in der Formula Student macht, möchte mein Kollege Christian Bothe aus Hannover etwas mehr sagen. Ja, auch ein herzlich willkommen von meiner Seite. Mein erster Berührungspunkt mit Formula Student war ein technischer Teamleiter in Hannover, der mich damals überzeugen wollte, doch das personell sehr angeschlagene Team zu verstärken. Und als ehemaliger BWL-Student habe ich natürlich gefragt, was kann ich da eigentlich machen? Ich war im Team Sponsoring und durfte Loctite als Sponsor für uns gewinnen. Und man hat vorhin im ersten Video schon gesehen, wie wichtig die Klebstoffe sind für ein Formula Student-Team, was für mich von vornherein überhaupt nicht klar war. Also da ein großer Lerneffekt, dass ich heute dieses Thema zusammen mit Jessica Bartusch, die ihr größtenteils alle kennt, aus Hannover begleite, hat auch für uns eine große Motivation. Ihr lernt den Arbeitsalltag in einem Team kennen. Und das ist nicht ganz unwichtig, wenn ihr realistische Berufserwartungen habt für euren Einstieg nach dem Studium. Zum Beispiel habt ihr schon gesehen, das Thema Reifen ist ein Produkt, was wir herstellen. Das ist auch in aller Köpfe drin. Wir unterstützen euch mit Reifen, aber nicht nur euch, sondern auch andere Teams. Und das sind so Zahlen, die ich mitgebracht habe, die einfach mal so ein bisschen veranschaulichen sollen, wie ist Continental eigentlich grundsätzlich mit dem Engagement bei Formula Student unterwegs. Ihr seid nicht das einzige Team, was wir sponsern. Wir haben insgesamt 41 auf der Liste, 20, die aus Deutschland kommen. Und da wir natürlich ein globaler Konzern sind, auch 21 internationale Teams. Ihr seht jedes Jahr auf den Events, wie groß die Unterschiede bei diesen Teams sind. Und ich finde es großartig, dass ihr auch andere Teams die Möglichkeit gibt, hier euch heute auszutauschen über die Ideen, die ihr habt und vielleicht auch von anderen Teams profitiert. Genau, wir selber sind als Sponsor auch tätig bei 4 Events. Das größte ist natürlich das Hockenheim-Event. Wir sind aber auch in China, USA sowie in Ungarn tätig. Und wir bieten selber auch für alle Teams dieses Thema Education an. Wir haben einen Tires-Workshop, wo es grundsätzlich um die, nicht um den Verkauf der Reifen geht, sondern einfach darum, wie man mit dem Produkt Reifen umgeht, wenn der denn am Auto montiert ist. Aber wir haben auch sowas wie den Cost Report. Der wirtschaftliche Leiter wird das Ganze wahrscheinlich in Anspruch nehmen, so Mitte Juni, Ende Juli. Und dieser Cost Report ist eine Disziplin, um bei dem Event auch relativ erfolgreich abzuschneiden. Genau, und das ist eine sehr interessante Zahl, wie ich finde. Ich glaube, das ist die Minimumzahl, die wir heute hier anwerfen können. Wir haben bis heute in dem Engagement seit 2008 über Formula Student über 250 Einstellungen vornehmen können weltweit. Und das sollte euch natürlich als Teammitglieder motivieren, das Ganze einfach so, wenn nicht am Anfang bei uns, aber vielleicht später zu berücksichtigen, dass diese Einstellungsmöglichkeiten immer wieder vorhanden sind. Und das ist natürlich eine zentrale Motivation bei uns. Ja, insgesamt ist das Hauptprodukt Reifen vielleicht noch in den Köpfen drin und das soll nochmal zeigen, wie viel Reifen wir in 2015 an die diversen Teams auch verkauft haben. Ich gebe nochmal ab an Thomas. Danke. Ja, das ist also so, dass Continental nicht nur Reifen herstellt, das haben Sie schon in dem Video gesehen. Weitläufig ist das in den Köpfen der Menschen drin, aber es ist in der Tat überhaupt nicht so. Und unser Standort in Limbach-Oberfrohna ist auch ein Standort, der mechanische Komponenten herstellt. Und wir sind froh, dass wir Elflorace auch mit mechanischen Komponenten unterstützen können. Hier sehen Sie die Fertigung von kleineren Teilen. Wir haben aber auch am Standort Willingen etwas größere Teile für euch mit hergestellt und
So konnten wir damit auch zum Ausdruck bringen, dass Conti auf dieser Strecke ganz anders unterwegs ist, viel vielseitiger. Aber die anderen Produktbereiche, die weniger bekannt sind, das sind nochmal vier andere Divisionen, wo wir alles herstellen, was im und um Auto befestigt ist. Das wollten wir heute noch mal ein bisschen klarstellen, weil das oft zu kurz kommt für die, die mit Continental nicht so viel zu tun haben. Es geht ganz grob um die ganzen Megatrends und der größte Megatrend ist die Mobilität in der Zukunft. Und hier ist Continental mit diversen Systemen in der Forschung tätig, um das autonome Fahren auch zu ermöglichen. Wir sind als einer der wenigen Automobilzulieferer dazu berechtigt, zusammen mit Google in dem US-Bundesstaat Nevada ja, wirklich schon autonom fahren zu dürfen und diese Daten auswerten zu können. Wie zuverlässig diese Systeme dann bald sein werden, ja, hängt natürlich auch von der Rechtsprechung ab. Aber wir haben auch ganze Infotainment-Lösungen. Wenn Sie Ihr Auto fahren, dann haben wir den ganz großen Nachteil, dass wir dort mit unserem Unternehmensnamen nicht draufstehen. Sprich, es fehlt das Branding. Und dafür nutzen wir natürlich diese Kooperation, um das Ganze auch in den Köpfen zu verankern. Weiterhin gibt es die Fahrerassistenzsysteme, die Sie in neueren Modellen immer weiter verbreitet sehen, die Sie vielleicht noch nicht ganz wahrnehmen. Da geht es um das ganze Thema Sicherheit, der nächste Megatrend, der Continental in den nächsten Jahren weiter mitbestimmen wird. Denn ja, das Thema Zero Accidents ist vielleicht noch eine Vision, aber die Vision treibt uns auch an diesem Thema zu arbeiten. Das so nochmal ein paar Zahlen, damit man weiß, wie groß ist der Laden eigentlich. Also ich war auch eben gerade überrascht, als ich hier reinkam und das Formula Student Team besteht ja aus 50, 60 Mitarbeitern. Wenn man in einem Formula Student Team war, wo damals ja, 12, 13 waren, dann ist das eine ganz andere Dimension. Und das soll einfach nur nochmal aufführen. Wir sind mittlerweile in fast 50 Ländern tätig, haben in diesem Jahr die 200.000 Mitarbeitergrenze geknackt. Und das sind so Zahlen, die man vielleicht sonst nicht immer wahrnimmt, weil man nicht auf der Hauptversammlung als Aktionär eingeladen ist. Und das soll das Bild nochmal ein bisschen abrunden. Ganz am Ende habt ihr natürlich eure Ideen, die bei der Entwicklung dieses Autos mit bedeutend sind. Und diese Ideen, die sollt ihr natürlich auch umsetzen, weiterhin, wenn ihr nicht mehr bei Formula Student engagiert seid. Ihr habt uns heute eingeladen, dafür bedanken wir uns ganz herzlich. Wir laden euch ein, mit euren Ideen auch die Zukunft von Continental zu gestalten. Und in diesem Sinne wünschen Thomas, ich, Dorit, die da vorne sitzt, und alle anderen Mitarbeiter, die euch auf dem Weg unterstützen, Glückwunsch zum, ja, sage ich mal, Just-in-Time-Fertigung des Autos und auch viel Erfolg bei den Events, die ihr in diesem Jahr bestreiten werdet. Die Hand zu danken. Dankeschön. Sie haben nun gesehen, wie unser Weg bis hierher ausgesehen hat. Wir haben ein Auto konstruiert, wir haben ein Auto gebaut. Und nun werfen wir einen Blick in die Zukunft und gehen auf die Startgerade. Und der Blick durch die Zukunft führt uns wieder quer durch Europa. Auch in diesem Jahr startet ApeRace bei drei verschiedenen Rennevents. Beginnen werden wir beim Formula Student Event in Silverstone in England. Anschließend geht es zum Highlight des Kalenderjahres, zu Formula Student Germany am Hockenheimring. Abschließen werden wir unsere Saison bei der Formula Student Italy im Varano und im Allegari. Um bei diesen drei Events zu bestehen, brauchen wir ein verdammt gutes Fahrzeug. Und wie das im Detail aussieht, wird uns nun unser technischer Leiter erzählen. Stefan, komm bitte nach vorne. Auch von mir noch herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle hier sind. Ich darf Ihnen jetzt das technische Konzept für die Saison 2015 vorstellen.
Um das zu verstehen, müssen wir einen kurzen Blick in die Vergangenheit wagen. In der Saison 2012-2013 haben wir Katie gebaut. Sie hatte 2x50 Kilowatt Motorleistung, hatte ein Gesamtgewicht von 235 Kilogramm und ist alles in allem sehr gut und sehr zuverlässig gefahren. Allerdings hat das technische Konzept zu der Zeit das Potenzial eines solchen Rennwagens noch nicht vollständig ausgeschöpft. Deswegen haben wir in der Saison 2013-2014 einen sehr revolutionären Schritt gewagt. Wir haben viel verändert, zum Beispiel den Antrieb. Wir haben die Motorleistung gesenkt auf 2x24 Kilowatt, haben ein neues Aero-Paket entwickelt, ein komplett neues Getriebe. Alles in allem waren das sehr viele Herausforderungen für eine Saison. Deswegen konnten wir auf der Strecke keine großen Erfolge herausfahren. Allerdings muss man ganz klar sagen, die fast 40 Kilogramm Gewichtsersparnis sind auf ingenieurstechnischer Seite ein gigantischer Erfolg. Dieses Konzept wollen wir in diesem Jahr weiterentwickeln. Wir haben das Getriebe überarbeitet, wir haben eine neue Kinematik, wie Felix vorhin schon gesagt hat, und mit all diesen Sachen wollen wir endlich die ausstehenden Erfolge auf der Rennstrecke einfahren und diesen 5. Platz auf mindestens einem Event erreichen. Anfangen möchte ich jetzt einfach mal mit dem Modul Frame and Body. Das kümmert sich um alle CFK-Bauteile am Auto. Das vorne dran, diese großen schwarzen Teile, das sind keine Schneeschieber, das sind unsere Flügel, also das Aero-Paket. Damit erzeugen wir Abtrieb, der die Reifen mehr auf die Straße presst, damit kann der Reifen mehr Seitenkräfte übertragen und wir können schneller durch Kurven fahren. Damit wird auch die Rundenzeit besser. Die Flügel, Sie sehen ein Front- und ein Heckflügel, jeweils mit zwei Profilen, erzeugen insgesamt einen Abtrieb von ca. 50 Kilogramm bei 80 km/h. Das große Schwarze in der Mitte, diese Wanne, das ist das Monocoque. Das Monocoque ist die tragende Struktur des Fahrzeugs. Daran werden alle Bauteile angebaut und gleichzeitig ist es die Verkleidung des Fahrzeugs, wie Sie dann später noch sehen werden. Hier war es uns möglich, insgesamt 8 Kilogramm an Gewicht einzusparen, was uns den 190 Kilogramm Gewichtsziel ein ganzes Stück näher bringt. Innerhalb des Monocoques geht es weiter mit der Ergonomie, das heißt der Sitzposition des Fahrers. Hier vorne ist die Pedalerie, also Gas und Bremse, mit der das Auto gesteuert wird. Wir haben sehr unterschiedliche Fahrer, die alle sehr unterschiedlich groß sind. Dementsprechend müssen auch die Pedale unterschiedlich weit vorne oder hinten sein. Deswegen sitzen unsere Pedale auf einem Schlitten, der auf zwei Schienen nach vorne und hinten verschoben werden kann, um 60 mm, damit jeder Fahrer das Auto sicher bewegen kann. Zweite wichtige Komponente ist der Sitz. Da haben wir viel Entwicklungsarbeit reingesteckt, ein neues Fertigungsverfahren ausprobiert und haben so einen Sitz bauen können, der wesentlich mehr Seitenhalt bietet und extrem bequem ist. Damit kann der Fahrer sich darauf konzentrieren, die Ideallinie zu fahren und muss sich nicht irgendwo im Auto festkrallen, damit er nicht hin und her rutscht. Weiter geht's mit der Kraftübertragung auf die Straße. Das hier ist unser Radträger. Der sammelt die Kräfte, die vom Reifen aufgebracht werden und leitet die an das Fahrzeug weiter. Der besteht bei uns aus einer Fräskonstruktion aus hochfestem Aluminium und durch neue Optimierung konnten wir auch hier wieder ca. 100 Gramm pro Seite einsparen, was uns wieder den 190 Kilogramm Zielgewicht näher bringt. Daran angeschraubt ist ein Gestänge, die sogenannten Querlenker. Das sind Carbonrohre mit eingeklebten Aluminium-Inserts. Die Klebetechnik hier ist dieselbe wie in den letzten Jahren, unser sogenanntes Injektorverfahren. Damit haben wir sehr viel Erfahrung gesammelt und können deshalb sicherstellen, dass die Aluminium-Inserts nicht ausreißen und wir plötzlich ein Rad verlieren. Getragen wird das ganze Auto dann von Luftfederdämpfereinheiten. Funktionieren eigentlich ziemlich genauso wie in jedem Serien-Pkw, bloß dass hier keine Spirale drin ist aus Stahl, sondern eine Luft komprimiert wird und deshalb federt. Die geben uns zusammen mit allen anderen Fahrwerkseinstellungsmöglichkeiten wie Sturz und Spur genug Parameter, um das ganze Auto auf verschiedene Strecken und vor allem verschiedene Streckenbedingungen anzupassen. Zum Schluss kommt noch der Reifen dran. Den haben wir von Continental bezogen, 2015er Baujahr, sehr gut.
Die Reifen haben sich in den letzten Jahren sehr viel weiterentwickelt. Dementsprechend müssen auch wir uns weiterentwickeln. Das heißt, unsere neue Kinematik muss da zuschlagen. Kinematik ist ganz einfach, die Kinematik beschreibt, wie der Reifen sich bewegt beim Ein- und Ausfedern bzw. beim Lenken. Um so eine neue Kinematik aufzustellen, muss man erstmal analysieren, was für eine Ausgangssituation haben wir. Deshalb haben wir einen Reifen auf dem Prüfstand gehabt und haben daraus die Reifenkennwerte ausgelesen. Außerdem haben wir noch die Strecken analysiert, auf denen wir fahren werden, haben daraus weitere Parameter bekommen. Und mit all diesen Parametern in einer großen Simulation ist herausgekommen, wir brauchen ein Fahrwerk, das wesentlich mehr Sturz aufbaut, damit der Reifen bessere, größere Seitenkräfte übertragen kann und wir wieder schneller durch Kurven fahren können. Und außerdem wird das Fahrzeug agiler. Das heißt, es lässt sich schneller davon überzeugen, in eine Kurve zu fahren als seine Vorgänger. Vom mechanischen Teil möchte ich jetzt mal zum elektrischen kommen. Das kleine schwarze Ding hier oben, das ist unser Gehirn, das Gehirn des Fahrzeuges, die sogenannte Telebox. Darin läuft auf verschiedenen Prozessoren unsere Software. Die Software kontrolliert und steuert das ganze Auto, schneidet alle Daten mit, loggt die mit, sodass wir es später auslesen können und genau wissen, was das Auto auf der Rennstrecke gemacht hat. So ein Gehirn braucht natürlich ein Nervensystem, sonst funktioniert es nicht. Das ist hier der erste Teil, alles was angeschlossen ist an das sogenannte DIO-Modul, das heißt alle digitalen Ein- und Ausgänge. Das sind Knöpfe im Cockpit oder am Service-Panel an der Seite des Fahrzeuges. Die werden mit dem DIO-Modul überwacht. Außerdem sitzt in dieser Box noch ein CAN-Modul. Das CAN-Modul, also CAN ist eine Kommunikationsart von elektrischen Bauteilen. Über dieses Protokoll werden alle Informationen von Sensoren, wie zum Beispiel am Gaspedal, an die Telebox weitergeleitet, damit diese eben die Daten verarbeiten und loggen kann. Außerdem am CAN hängt noch unser Antriebsstrang. Erster Teil des Antriebsstrangs ist der Akku, den sehen Sie hier. Besteht aus 288 Zellen, hat eine Gesamtkapazität von ca. 7 Kilowattstunden und wird kontrolliert durch unser selbstentwickeltes BMS. BMS heißt Battery Management System. Das ist eine Ansammlung von Platinen, die jede einzelne Zelle in diesem Akku überwacht, die Spannungen, die Temperaturen und alles Mögliche. Und damit stellen wir sicher, dass uns der Akku nicht einfach um die Ohren fliegt und das Auto damit kaputt geht. Die Energie, die in dem Akku gespeichert ist, wird weitergeleitet an die Wechselrichter. Die Wechselrichter machen aus den 600 Volt Gleichspannung aus dem Akku eine 600 Volt Wechselspannung, die wir für die Motoren brauchen, damit die sich drehen können. Die Motoren sind dieselben wie im letzten Jahr, sehen Sie hier, drehen wieder bis 40.000 Umdrehungen pro Minute, haben ein Maximaldrehmoment von 11 Newtonmeter und wie eingangs schon erwähnt, eine Gesamtleistung von 24 Kilowatt. Die 40.000 Umdrehungen sind sehr viel, sehr, sehr viel. Deshalb, wieder zurück zur Mechanik, zum Modul Powertrain, haben wir ein sehr cooles Getriebe mit einer Gesamtübersetzung von 38:1. Diese große Übersetzung brauchen wir, damit wir diese 40.000 Umdrehungen runterbrechen können und am Rad ein Drehmoment von maximal 425 Newtonmeter haben. Realisiert haben wir alles durch zwei nacheinander geschaltete Planetenstufen, wo uns auch wieder eine massive Gewichtseinsparung von ca. 1 Kilogramm pro Seite gelungen ist. So viel von mir zur Technik und damit übergebe ich wieder an Tim und Felix. Meine Damen und Herren, Stefan hat Ihnen gerade erklärt, wie unser Fahrzeug jetzt im Detail aussieht. Dass wir es bis hierhin geschafft haben, das liegt natürlich nicht nur an uns. Das haben wir nicht alleine geschafft. Das haben wir einer Vielzahl von Menschen zu verdanken. Sehr geehrte Professoren und sehr geehrte Universitätsmitarbeiter, warum sehen Sie gerade diese Studenten hier in den vorderen Reihen? Sie formen uns. Sie machen uns zu dem, was wir jetzt sind. In erster Linie geben Sie uns natürlich Ihr Wissen weiter in den Vorlesungen, in den Übungen
Und dann wird in der einen oder anderen Klausur geprüft, ob das Wissen auch so ankam, wie Sie sich das wünschen, mal mehr oder weniger gut. Aber eins ist ganz klar und eins ist noch viel wichtiger als das Wissen, was Sie uns weitergeben. Sie stecken uns mit Neugier an. Sie stecken uns mit der Gier nach Innovationen an. Die Gier, die uns dazu treibt, so ein Fahrzeug zu bauen. Die Gier nach neuen Dingen, nach Innovationen, nach technisch völlig neu erfundenen Sachen. Dass Sie das alles für uns möglich machen, das ist eine große, große Ehre. In diesem Sinne vom ganzen Team ein herzlichstes Dankeschön. Liebe Sponsoren, Unterstützer und Förderer, nur dank Ihnen können wir jedes Jahr dieses Mammutprojekt hier stemmen und auch wieder heute Abend hier ein Fahrzeug präsentieren. Sei es die Unterstützung mit finanziellen Mitteln, mit Bauteilen, mit Materialien, mit Software oder mit dem Rat gestandener Ingenieure. Ohne sie könnten wir den Traum vom eigenen Rennwagen nicht in die Realität umsetzen. Vielen Dank, dass Sie mit uns diesen Traum leben und ihn wahrmachen. Liebe Großeltern, liebe Eltern, liebe Freunde und Bekannte und liebe Verwandte, viele von euch waren anfangs vielleicht ein bisschen skeptisch, als das Familienmitglied meinte, ich bin jetzt in einem Formula Student Team. Was ist das überhaupt? Was macht man dort? Nun, ich denke, die Erklärung dürfte heute gefallen sein. Aber einige von euch werden sich sicherlich gefragt haben, leidet da nicht das Studium drunter? In erster Linie möge man das vielleicht denken, aber ich glaube, Sie haben heute festgestellt, nach dem, was wir in den letzten Monaten geleistet haben, kann man doch eindeutig sagen, dass dort ein enormer Wissenszuwachs herrscht. Dennoch, trotz der anfänglichen Skepsis, wart ihr immer für uns da. Ihr habt uns immer aufgefangen, wenn wir der Verzweiflung nahestanden, wenn wir nicht wussten, wohin mit dem ganzen Stress oder woher wir die Zeit nehmen sollen. Ihr hattet immer ein offenes Ohr für uns. Und im schlimmsten Fall auch mal die ein oder andere Schulter zum Ausweinen. Vielen Dank dafür. Der nächste Dank geht an unsere Alumni. Immer wenn wir mal nicht weiter wussten, habt ihr zu uns gehalten. Ihr habt uns aufgemuntert und gesagt, macht weiter, geht euren Weg. Alle Erfahrungen, die wir in diesem Jahr sammeln dürfen, die habt ihr bereits hinter euch. Und ihr wisst ganz genau, was es bedeutet, hier heute Abend vor einem fertigen Fahrzeug zu stehen. Vielen Dank für euren Rückhalt. Der nächste Dank geht an eine ganz besondere Person, an eine Person, ohne die der Wagen hier heute Abend nicht stehen würde. Die Person war in der vergangenen Saison Teil des Vorstandes, Teil der Teamleitung, Teil der technischen Leitung, hat zudem noch die Verantwortung über ein Modul übernommen. Diese Person hat sich eingebracht wie keine zweite und stand leider am Ende des Jahres mit leeren Händen da. Nichtsdestotrotz hat die Person gesagt, alles, was nicht funktioniert hat, können wir 2015 viel besser machen, viel geiler machen. Und ich unterstütze euch wieder. Ich lasse mich in den Vorstand wählen. Und ich unterstütze euch bei der externen Fertigung. Dieses Engagement möchten wir an dieser Stelle ehren. Deswegen bitten wir unseren dritten Vorstand, Richard Hartmann, nach vorne. So ein großes Team, wie Sie gesehen haben, und so ein großes Projekt, wie wir das alle durchziehen, das ist natürlich nichts ohne die entsprechende Teamleitung. Stefan, ich möchte dich nochmal nach vorne bitten.
Ich möchte euch im Namen des gesamten Teams für diese Saison danken. Wir haben ungefähr 2/3 der Saison hinter uns gebracht und diese 2/3 waren, denke ich, für die meisten von uns die schönste Zeit ihres Studiums bisher. Die anstrengendste Zeit, aber die schönste Zeit. Ihr beide seid es, die so ein großes Team zusammenhalten, die diese 3 Reihen voller Mitglieder hier vorne zusammenhalten, bündeln und ihre Kräfte gemeinsam auf so ein Fahrzeug konzentrieren. Ihr beide habt immer den Überblick behalten und habt auch in der hitzigsten Situation oder in der hitzigsten Modulleitersitzung einen kühlen Kopf bewahrt. Vielen Dank dafür, dass ihr uns alle nicht nur zu einem Team macht, sondern zu einer großen Familie. Der größte Dank des Abends geht natürlich an unser Team. Wir haben heute viel gehört. Formula Student Team braucht ein gutes Konzept, die richtigen Unterstützer, die richtigen Möglichkeiten, eine gute Infrastruktur, aber das ist alles nichts wert ohne das richtige Team. Und in den vergangenen Monaten muss ich feststellen, dass wir das richtige Team haben. Das sitzt hier vorne in den ersten 3, 4 Reihen. Das ist ein Team, was sich nicht an Problemen aufhält, sondern Lösungen sucht. Das ist ein Team, was Erfolg anstrebt. Und ich kann im Namen von Stefan und mir sagen, wir sind stolz auf das, was ihr bisher geschafft habt. Und ich denke, wir werden noch das ein oder andere Highlight, abgesehen von diesem Abend hier noch, zusammen erleben dürfen. Meine Damen und Herren, jetzt ist es soweit. Jetzt ist der Augenblick gekommen, auf den Sie alle gewartet haben und auf den ihr alle da vorne so lange hingearbeitet habt. Das ist ein Abend, der ist für uns ganz besonders. Und ich sehe schon, einige zappeln schon hier vorne ganz schön. Wir können es einfach nicht mehr abwarten. Also möchte ich in diesem Sinne das ganze Team bitten, mit unserem Schlachtruf unser neuestes Äpfelrace-Mitglied zu begrüßen. Thank you.
Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir möchten an dieser Stelle nochmal ein ganz besonderes Dankeschön an David Tomschik und das Team von Klebwerk richten, die uns jetzt im dritten Jahr nacheinander so ein tolles Design hier aufs Auto gezaubert haben. Wir würden jetzt das Team herunterbitten für ein Teamfoto und anschließend würden wir gerne alle Sponsoren und Unterstützer um das Auto versammeln für ein Sponsorenfoto. Bar und Buffet werden demnächst eröffnet. Vielen Dank, dass Sie da waren. Viel Spaß heute Abend noch.